Hallo Welt, da sind wir wieder hier im RAFF Labor. Doch. Und wir dürfen den Fluchtweg, glaube ich, jetzt bereiten für die eingesperrten Labormitarbeiter. Das ist etwas in der Art. Ein Hauch von Purple Berry. Rückstände, die du auf der Unterseite von Halcyon Helens Schuhen gefunden hast, deuten darauf hin, dass sie kurz vor ihrem Tod Rizzos Purpleberry-Obstgärten besucht haben muss. Vielleicht findet sich dort ein Hinweis bezüglich ihres Mords. Und wir sind sogar noch weitergekommen und hier, wie gesagt, in den Laboren. Kümmere dich um Rizzos durchgedrehte Angestellte. Dr. Blossom erklärt dir, dass einige der Arbeiter im Labor plötzlich gewalttätig wurden und bittet dich, sie zu töten oder anderweitig zu beruhigen. Sie schickt dich zu einem Terminal im Abstellraum, über das ein Betäubungsgas freigesetzt werden kann, um sie bewusstlos zu machen, falls du ihr Leben verschonen willst. Ja. Wir würden gerne, genau, Betäubungsgas, klingt gut. Nice and easy. Ganz genau, immer schön leise. Aber wir haben hier vorne noch gar nicht überall geguckt. Und hier vorne war ja nichts, also brauchen wir hier nicht unbedingt leise zu sein, glaube ich. Ich weiß ja nicht, ob irgendwas hier noch herkommt, irgendwas Gefährliches. Betäubungsgas. Ja, warum nicht immer so? Gefällt mir die Alternative. Ui, endlich haben wir einen Kompass gefunden. Juwelenbesetzter Ring. Ui, eine Stoßpistole haben wir hier. Rizzo, es ist wissenschaftlich erwiesen, angesichts der durchschnittlichen Lebensdauer eines Kolonisten, dass Rizzo-Süßigkeiten kein Karies verursachen. 5 von 5 der von Rizzo bezahlten Ärzte stimmen dieser Studie zu. Rizzos Abteilung für Forschung und Fortschritt. Im Dienst der Rizzos Familie. Rezeptionsterminal. Wähle eine der folgenden Optionen aus. Hacken. Natürlich hacken wir. Jüngste Termine anzeigen. Ja. Name: Mrs. Ruth Bellamy. Künstlername: Halcyon Helen. Beschreibung: Labortour. Name: Administrator Ludovico. Beschreibung und Produktpräsentation. Erstens Nachrichten. An Abteilung Betrieb betreff Reinigungsanfrage. Also von Abteilung Rezeption an Abteilung Betrieb betreff Reinigungsanfrage. Hallo, es tut mir so unglaublich leid, aber ich hatte noch keine Gelegenheit, deinen Namen nachzuschauen, und das Terminal zu aktualisieren. Wenn du einen Moment Zeit hast, könntest du bitte einen Mob zur Rezeption bringen. Dr. Blossom scheint eine eher raue Nacht hinter sich zu haben und hat... Naja, Kaffee auf dem Boden verschüttet. Vielen Dank. Na, war das wirklich Kaffee? Zweitens von L. Blossom an die Abteilung, alle Abteilungen, RAFF, Labor, Angestellten, betreff. Was zum Architekten geht hier vor? Was im Namen des gesegneten Unternehmensgesetzes
Soll all der Aufruhr dort unten. Meines Wissens nach war die Distillerie-Abmischung der Raketentreibstoffkombination für eine andere Woche geplant. Könnte mich jemand darüber in Kenntnis setzen, was all dieser Lärm soll? Es sollte besser einen verdammt guten Grund für die Störung meines Meetings mit dem Administrator geben. Ich erwarte eine lückenlose Aufklärung und Entschuldigung innerhalb der nächsten 15 Minuten. Andernfalls werden Leute ihre Arbeitsstelle verlieren. Nanu? Das war's. Kurz, aber schmerzlos. Ja, hier haben wir das Raumschiff gefunden, Freunde. Da waren wir doch schon. Okay, schleichend geht es jetzt weiter. It's not worth it, buddy. Oh, versiegelt. Was haben wir hier? Rizzos erstes Produkt. Bevor Rizzos, der bekannte und beliebte Genussmittelhersteller-Riese, von heute wurde, war die bereits überdurchschnittliche Firma in der Chemieabfallbewältigung tätig. An einem sonst unbedeutenden Tag lehnte sich ein Angestellter in der Schleimrührschicht etwas zu weit über einen Chemikalienbottich, sodass ihm eine einzelne, in der Jackentasche versteckte Purpleberry hineinfiel. Statt ihn für diese gefährliche Inkompetenz zu feuern, gestattete ihm sein Arbeitgeber ein Ultimatum. Wenn er die gefallene Frucht herausfischen könnte, würde er seinen Job behalten. Der Angestellte sprang sofort in den Bottich, schwamm nach der Purpleberry und verschluckte sie versehentlich. Der Rest ist Geschichte. Nachdem er aus dem toxischen Gemisch gezogen wurde, behauptete der Rührarbeiter, die chemikalienüberzogene Purpleberry habe gar nicht schlecht geschmeckt, bevor er in ein chemisches Koma fiel. Sein Vorgesetzter hatte daraufhin die Idee, den Chemikalienmix zu sterilisieren und für menschlichen Verzehr anzupassen. Schon bald waren die süß-sauer überzogenen Purpleberries essbar und wurden zu Rizzos erstem Produkt für den Massenmarkt, dem Purpleberry Bunch. Ich frage mich das Sternchen, wo ist denn das? Kann ich hier runterscrollen? Doch, gibt's hier doch noch mehr zu lesen? Nein. Gib nur zurück. So kam das also. So ist das. Ja. Das wissen die Leute dann aber wahrscheinlich nicht mehr so alle, oder? Ein Wissenschaftler, der Wissenschaft blatt nicht mehr, glaube ich. Ach, schon wieder so ein Ding. Oh, die kann man immerhin noch verkaufen, die Dinger. Na gut, weiter geht's. Hier lang. Mir nach. Aufzug. Also Rizzos Abteilung für Forschung und Fortschritt im Dienst der Rizzos Familie Angestellten Benachrichtigungsterminal. Grüße Angestellte und Laborpersonal. Hier findet ihr hilfreiche Memos und Neuigkeiten. Erstmal gibt es ein Memo auf Gaskanister achten. Hallo an alle. Hier ist euer freundliches Reinigungspersonal, das sich vorbeugend entschuldigt, falls der Aufzug Saal voller Gaskanister stehen sollte. Es sind eine ganze Menge Kanister, aber ich bin nur
allein, also schaffe ich sie in mehreren Ladungen runter in den Abstellraum. Seid vorsichtig, sie sind mit einem Betäubungsmittel gefüllt, das stark genug ist, eine hungrige Raptidon-Mama kalt zu machen. Danke für euer Verständnis. Eine gute Information für uns. Memo, Treffen in der Bar nach der Arbeit. Sehr geehrte Kollegen, mein Team und ich gehen heute Abend alle in die Bar des Grand Colonial, um etwas zu trinken und Gemeinschaft zu pflegen. Alle echten Wissenschaftler sind herzlich eingeladen, sich uns anzuschließen. Also diejenigen, die qualifizierbare Daten und Theoreme erstellen und ihre Zeit nicht damit verbringen, darüber zu plappern, wie der Lichteinfall auf dieser Flasche die Konsumstimmung verbessert. Prost. Von jemandem, dem klar ist, dass Marktforscher keine echten Wissenschaftler sind. Das ist aber ziemlich engstirnig, oder? Naja, sagen wir, das andere sind vielleicht eher Künstler mit dem Lichteinfall. Passt doch. Aber Wissenschaft, naja, das ist eine Wissenschaft für sich. Also irgendwie schon. Kann man nicht drüber streiten. Memo, erhöhte Schutzmaßnahmen. Team. Nun, da wir unsere neue Forschungsrunde in der Produktionsentwicklung fortsetzen, erhöhe ich die erforderliche Sicherheitsausrüstung für die beteiligten Laboranten. Wie einigen von euch bewusst ist, haben in letzter Zeit einige Unfälle, an denen Personen beteiligt waren, zu Verstümmelungen und Narben bei Arbeitern geführt. Die Hand eines Arbeiters hat sogar eine permanente limonengrüne Färbung davongetragen. Von den RAFF-Laboren wird die kontinuierliche Produktion von revolutionären Fortschritten in der Nahrungs- und Getränkeindustrie erwartet. Diese Maßnahmen werden uns helfen, diese Mission weiter zu verfolgen. Dr. Blotham. Also schön. Oh nein, jetzt bin ich alleine runter. Licht? Oh, du bist schon da? Okay. Ganz schön laut. Was ist das denn da? Nun, es bewegt sich, es ist ein Pfeil, also. Platzender Wirt? Platzender Wirt. Ist ja nicht so toll. Wir müssen da rein. Irgendwie.
Da durch. Dann hoffen, dass da irgendwo ein Gitter ist, durch das man krabbeln kann. Aber die Tür wieder zumachen, wenn ihr reinkommt gleich. Ja gut, es ist kein Prey, also... Es gibt hier keine 10 Möglichkeiten, ans Ziel zu gelangen. Aber wäre cool, wenn es das gäbe. Oh, was ist denn das Schönes? Die kennen die schon. Aha. Verbrennungsanlage ausschalten, durchkriechen und am Ziel sein, oder? Going silent. Genau. Schwungrad. Oh, das ist gut. Gewonnen. Ja, wie es aussieht, der Blaue. Was ist das? Schwefelgetränkter Zylinder. Dieser Zylinder gehörte einst Captain Fison von Byzantium, der zuletzt in Schrecken von Monarch in zu großer Nähe zu einer Schwefelgrube gesichtet wurde. Dieses übel riechende Accessoire sollte uns allen eine Erinnerung an die vielen Gefahren auf Monarch sein und ein weiteres Beispiel dafür, warum keine Bewohner Halcyons mit einem bisschen Selbstrespekt diesen Ort jemals aufsuchen sollten. Und damit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.